Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge heute hier am Sonntag von ja, Echo. Mit dabei natürlich der Nils. Hallo. Oh, meine Wenigkeit ist auch da. So. Das Geile ist, wenn ich jetzt die Steine wieder reinschmeiße, kriege ich wahrscheinlich sofort wieder Straßenblöcke. Ja. Sofort wieder 16 Straßenblöcke bekommen. Aber ist er jetzt anscheinend fertig, war mit. Nee, ist er noch nicht. Okay, ich kann noch mehr reinschmeißen. Okay. Jetzt ist er fertig. Okay. Jetzt hat er den Auftrag erstmal voll mit Steine. Überhaupt kein Problem. Drüben gibt es noch ein Abraumlager. Schmeiße ich Steine da rein, dann wandert es nämlich in Beton rein. Oder auch nicht. Achso, Heiko hat nur das Zementlager verlinkt. Ist aber nicht wieder tragisch. Dann schiebe ich halt nochmal eben schnell ins Zementlager rüber. So. Zack und tschüss. Und weg ist der Stein. Ganzes Stockpile Stein verballert. Weg ist es. Ja, richtig so. Die Einfahrt hier zum Lager macht sich gut zum Wenden übrigens. Auf der Straße, sonst hier vorne, kannst du schlecht wenden mit dem LKW. Geht zwar, aber... So, bin ich wieder auf dem Rückweg. Ja, ich werde im Offscreen dann wahrscheinlich auf jeden Fall, also bis zum Livestream hin auf jeden Fall, Schlackerlager wieder aus dem Boden schlagen. Wahrscheinlich auch gleich ein paar mehr. Hab ja da auch eine zweite Ebene angefangen. Wo ich übrigens auch schon den einen oder anderen Eisenstack rausgekloppt habe. Ne? Das ist immer ganz geil. Nee, aber ansonsten könnten wir die Straße zu den Tropen ausbauen und dann vielleicht da mal ein bisschen, ja, dann fangen wir an, wie im wahren Leben. Tropenwälder abholzen. ja. Man kann ja so ein bisschen abwechselnd machen. Guck mal, wir können einmal zur Kupfermine rüberfahren. Da drüben wachsen zwar Birken, die bringen zwar nicht ganz so viel Holz, aber die wachsen relativ schnell nach. Das hat aber den Vorteil, ne? Weil es ist ja einmal der Punkt. Klar, man kann jetzt sagen, ja, die Zedern, die bringen nicht so viel. Oder die Birken, die bringen nicht so viel. Dafür wachsen die aber deutlich schneller nach als eine Eiche oder als die Mammutbäume. Ja. Somit ist die Frage, ob sie wirklich so viel weniger bringen, demzufolge. Man jetzt einfach die Zeit dann halt runtergerechnet. Ja. Auch schön. Ich komme jetzt mal raus. Was ist direkt vom Eingang liegt Eisenerz? Also ich habe gerade jetzt schon Eisenerzlager 1 angefangen abzuholen. Achso, ich habe jetzt Eisenerz abgeholt. Was wollte ich eigentlich Dienst abholen? Egal. Heute hat Eisenerz weg. Komme ich danach halt nochmal. Hol dann Sandstein. Ja, Nils ist wirklich fleißig. Nicht wie Heiko. Hat Heike überhaupt schon einen Block Eisenerz rausgeschlagen? Also abgesehen von Blöcken, die er irgendwo zufällig findet? Weiß es nicht. Dass er sich wirklich mal hinstellt und Eisenerz direkt effektiv raushämmert aus der Mine hier? Nö. Er will lieber sein Haus ausbauen. Stellt er sich hin und meinte so vorhin so, er bräuchte so und so viel Stahl, dann könnte er seine ganze Fassade aus Glas bauen. Ich so, ja, kannst du wohl sein lassen. So nach dem Motto. Dann könnte er die aus gerahmtem Glas bauen, die ganze Fassade. Also ein Gewächshaus, so nach dem Motto. Ich so, ja, aber wozu? Wozu brauchst du das? Er kriegt deswegen nicht mehr Punkte oder so. Also es macht doch überhaupt keinen Sinn. Oh, endlich mal gutes Essen, ey. 79. 78,6 so. So, das Erstlager unten im Lagerhaus ist jetzt voll. Ist aber kein Problem. Ich habe hier noch ein Lehmlager. Dann geht es jetzt ins Lehmlager rein. So. So. So, 6 Kohle habe ich noch drin im LKW. Übrigens, ich habe auch schon die ersten 20 Holzkohle verwendet, um den Hochofen damit zu befeuern. Oh ne, okay. 10 waren es.
10 Holzkohle habe ich schon für den Hochofen verwendet. Und über 100 Holzkohle schon für Stahlherstellung übrigens. Also die letzte Stahl jetzt, was jetzt für den Bewährungsstahl schon benutzt wurde, habe ich schon mit Holzkohle hergestellt. Ne? Und sicher dann. Deswegen hast du allerdings auch kein Lumber mehr in deinem Lager. Ich hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, so viel Lumber bei dir abzuholen. Ja, alles gut. Aber dafür habe ich dir die Straße ausgebaut. Ja. Also ich habe nicht nur die Rampen, auch die Straße selber so ein bisschen noch ausgebaut, ne? Ja. Immer so lange, wie mein Werkzeugtool noch mitgespielt hat. Hast du schon wieder voll gemacht, die Lager hier mit Eisenerz? Gibt's ja wohl nicht. Ja, sorry. Das schaufelt sich hier so weg. Mach mal das Lager direkt am Eingang weg, ja? Das ist das eine, was dann mit Sandstein voll ist. Ja, gut. Ich sag mal so, ich hab schon die nächsten 2 Stacks Eisen rausgeholt. Ne, 3 Stacks. Muss ja gucken, dass ich das hier schnell genug überhaupt abgeholt kriege. Den ganzen Kram. Also nicht nur Eisenerz, vor allem ein anderes Steinmaterial auch. Also den normalen Stein hier, den verarbeiteten, würde ich problemlos wegkriegen. Den könnte ich ins Industriegebiet fahren. Der wandert da in den Betonauftrag rein, den Heiko da laufen hat. Da fehlen, glaube ich, noch 20.000 oder so. Hat er dann etwas größeren Auftrag stehen. Müssen wir allerdings gucken, ob er nicht irgendwann denn ein Level abkriegt, ne? Ja, so. Gerade vor allem für den Stahlbeton. Warte mal, ich kann mal gucken. Heiko. Ne, Zement steht immer noch mit 2 drin bei ihm. Eigentlich wäre es ja sinnvoll, erstmal nur den ganzen Stein rüber zu fahren, dass das er der normale Beton hergestellt wird und er durch ein Level abbekommt und dann den Stahlbeton neu in Auftrag zu geben. Und dadurch, dass er dadurch Bewährungsstahl spart. So, jetzt habe ich Kalkstein, der muss bis zu Heiko rüber, damit er da Sand herstellen kann. Da wäre schon ein ganzes Lager unten voller Sandkartenkeller. Man merkt, dass die Straße hinten noch nicht ausgebaut ist. Ständig nur 0,8 trotzdem. Vor allem am Straßenrand überall dieses blöde, strohige Blauhalmgras hier. Diesen bläulich lilanen Blüten da oben drauf. Ja, wobei das zurückging. Letzte ja, aber. Das muss gemacht werden. Ich habe übrigens auch die Kreuzung von dem Weg, der hier von der Stadt zum Industriegebiet führt. Und dann der Abzweig dann zu dir darüber. Ne? Ja. Da habe ich die Kreuzung schon angefangen umzubauen, ist aber noch nicht fertig. Also damit das nicht mehr so eine Dreieckskreuzung da ist, weißt du? Sondern eine einzelne. Genau. Dann aber auch auf komplette Fünferbreite sogar. Also auf normale ausgebaute Straßenbreite mit 5, mit Steinrampe in der Mitte dann. Und mit Verkehrszeichen und allem. Ja klar. Vorfahrt gewähren, ne? Also rechts vor links. Also. Ohne Schilder rechts vor links, weißt du doch. Warte mal, soll ich Schilder produzieren? Straßenschilder gibt's aber nicht. Naja, man kann normale Schilder und dann was draufschreiben. Oh, jetzt hat das ins falsche Lager geschoben. Ups. Das war das falsche Lager. Das muss hier hin. So, damit es dann gleich wieder auch verarbeitet wird. 5500 Sandstein will er noch haben. Nehme ich Glas mit? Ich arbeite, also ich sag mal so, hier liegen schon wieder 30, 40 Dinger rum im Keller, die ich nicht im Lager drin habe. Ich überlege gerade, ob ich Glas mitnehme, gleich von Heiko zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Er hat hier 240 mal Glas liegen. Aber Glas ist nur ein Level 2 Baustoff. Gerahmtes Glas ist dann gleich Level 4. Weil ich muss ja eben gucken, was ich für Fenster reinmache in das Gebäude aus Stahlbeton. Weil wenn ich normales Glas reinmache,
senkt das ja die Gebäudestufe, weil das nur Level 2 ist. Ja, wenn du viel aus Glas brauchst, kannst du sogar mit Lumber machen. Könnte ich auch die Fenster aus Lumber machen, klar. Ne, ich meine jetzt gerahmtes Glas nehmen und dann kannst du, sag ich mal, im Boden auch oder das Lumber machen oder so. Ah, es wird ja nicht reichen trotzdem. Einzelne Blöcke vielleicht, ja, aber. Aber für gerahmtes Glas braucht Heiko auch wieder so viel Stahl. Da hätte, da wäre es mir lieber, wenn er erstmal noch ein bisschen auflevelt im Glassworking. Weil bei Glas hat er ja erst Glaube ich. ja, Level 3 immerhin schon, aber. Schade, dass man nicht sehen kann, wie lange der noch braucht, immer der andere Spieler, für, um den nächsten Level zu erreichen. Aber ich glaube, ein bisschen Glas nehme ich mit. So ein paar Stacks. Wenn ich hier 60 Glas mitnehme, das sollte es. Das ist ja geil, wie das hinten auf dem LKW aussieht. Schon mal schwebendes Glas gesehen? Nee. Noch nicht. Gleich siehst du es. Bin sicher. Wenn du aufs Handy guckst, dann schon. Habe ich schon an. Ja. Sehr realistisch. Vor allem bei dem anderen sind ja wirklich diese Stützen noch mit bei, aber bei dem, ups, Ja, genau. Wenn du das bei ihm normale nicht. benutzt, also wenn du es so abstellst, dann hast du ja die Stützen noch dabei, aber hier. Da habe ich jetzt Eisen erstmal. Hast du im. Warte mal, wenn ich hier bin, kann ich jetzt gleich mal gucken, ob du noch irgendwelche Aufträge laufen hast. Ja, kannst du. Wenn ich eh Ich gerade schon glaube, hier bin. die dürften alle inzwischen langsam durch sein. Aber ich gucke mal, ob du noch irgendwas hast. Ansonsten starte einfach wieder und dann gucke ich, was du brauchst und dann besorge ich das. Gesagt, ich kann aktuell nahezu fast wirklich alles herstellen, ne? Also alles anbauen. Ich habe übrigens auch sogar diese Weidenröschen, diese komischen Blumen da, diese rosanen angebaut schon in den Tropen, in Tropen, in der Tundra oben. Okay, ja, mit denen kann ich eigentlich nicht viel machen. Ja, aber ich habe sie. Falls ich sie denn mal haben möchte. Falls du sie mal möchtest, genau. Dein Ofen sagt, er hat keinen Kraftstoff mehr, dein gusseiserner Ofen. Ja, das kann auch sein. Hätte aber noch 20 Basic Salads, also 20. Genau, die einfachen Salate waren das, ne? Die so komisch waren. Ja, die weiß sind unten. Oder komplett irgendwie so weißlich aussehen. Genau, so eine helle weiße Schüssel, ja. Ja. Das sind die, die auch aktuell nicht laufen, weil da fehlen noch Champignons und Kaktusfeigen. Ja, das sind die Dinge. Und dann hast du noch diesen komischen, die Fleischbrühe. Ja, weil da dürfte eigentlich keiner mehr sein. Doch, 63, ja, weil er keinen Kraftstoff mehr hat, deswegen geht er nicht Bestimmt, weiter. ja. Aber an sich Material hat er dafür komplett. Warte mal, komme ich von hier aus irgendwo an ein Lager ran, wo Kraftstoff irgendwas wäre? Ich würde wenn Kohle nehmen wollen. Ich könnte aus einem der Lagerfeuer ein 20er Stack hochziehen. Ja, mach. Dann läuft er erstmal wieder weiter, weißt du? So, der läuft dann wieder. Hier fehlt wieder das Champignons. Könnte ich besorgen. Kaktusfeigen demnächst dann auch. So, am Backofen, da fehlt noch Mehl. Weil Weizen fehlt. Weil Weizen fehlt, genau. Und für die Muffins auch. Da fehlt dann Weizen. Da muss ich Weizen besorgen. Schon gesehen, 975 Weizen.
Ist aber kein Problem, kann man besorgen. Hast du noch irgendwas fertig da? Ja, fünfmal den einfachen Salat. Ich pack die mal ein, die fünf, ja. Ja, mach. Die Agaven kannst du aktuell auch gar nicht gebrauchen, war so richtig. Naja, ich kann sie, wenn ich halt fortgeschrittenes Kochen habe. Dann kann ich sie gebrauchen. Na. Glaube ich, Und diese irgendwo. Taro-Wurzeln kannst du auch nicht wirklich gebrauchen, ne? Ich kann doch aus Salate machen, ja, Da gab es irgendwo. irgendwo hier diesen Regenwaldsalat, genau. Ja, kannst du machen demnächst. Sind zwar diese auch wieder die einfachen Salate, ne? Aber Papayas werde ich definitiv, kann ich abholen, habe ich da angepflanzt. Steinpilze auch und Taro-Wurzeln auch. Und den Regenwald-Fruchtsalat kannst du dann auch machen, weil Ananas und Papayas kann ich auch. Und dieses Pilz-Medley auch, habe ich auch. Das ist ja alles, was im Regenwald wächst. Ich gucke halt, dass ich nicht mehr diesen einfachen Salat kriege. Muss Ja, ich gleich aber wegkommen. ich habe auch echt Taro-Wurzeln angepflanzt. Ich meine, ich kann ja sagen, okay, dann mache ich die nicht mehr. Zumindest erstmal nicht. Dann tue ich dafür mehr Pilze anpflanzen. Ja, gerne. Dann mache ich mehr Pilze. Und weil ich konnte auch nicht mehr Pilze machen, weil ich nicht mehr Samen hatte. Aber hier gibt es auch diesen exotischen Salat. Die einzigsten, wo du Reis loswerden würdest auch. Ist aber auch Ja. wieder der einfache Salat, in der dabei rauskommt. Ach, siehst du, die Kürbisse müsste ich auch ernten können. Die Kürbisse, die Kaktusfeigen müsste ich auch, hätte ich alles mit der Ernten auch. Müsste ich wieder eine Erntetour machen. Gut, ansonsten gibt es bei dir, glaube ich, nichts zu tun, ne? Du hättest noch Lumber drin, aber ich glaube, das willst du behalten, wa? Ja, ich wollte ja eigentlich mein Haus Deswegen, ein du bisschen wolltest ja ein umbauen. bisschen umbauen hier, genau. Aber da ich jetzt hier die ganze Zeit am Eisen kloppen bin, habe ich noch nicht dazu. Ja, naja, machst du schon noch. Hast du Ich Zeit. würde erstmal jetzt alle so weit kommen da unten an der Stelle, dass ich keinen Eisenblock sehe. Kann eine Weile dauern. Kann aber ja Irgendwie dauern, Eisenblock genau. hole ich mir neun. Oder mehrere neue. Allein dieses riesen Tomatenfeld jetzt hier. Aha. Ich sage, nächstes Mal Tomatenernte, dann. Und vor allem den Sandstein, ich hau den unten nur in Lücken rein, ne? Ja, hast du ja schon gesagt, dass du das so machst jetzt, genau. Weil ich habe keinen Bock, den alles hochzuholen. Wenn man es braucht, kann man es dann halt hochholen. Wollte gerade sagen, dann kann man es immer noch hochholen, genau. Das liegt hier unten dann so in Massen rum an der einen Stelle. Dann ist gut. Quasi mein Lager. Jo. So. Ja, meine Aufgabe ist dann Schlackelager wieder aus dem Boden zu kloppen. Damit das Erz auch verarbeitet werden kann. Das bei einem Schlackelager kann ich, glaube ich, was war das, 412 Barren machen? Glaube ja. Warte mal, 125 passen rein, Schlacke, so in etwa irgendwas sowas. Deswegen, ich mache dann gleich zwei Schlackelager auf jeden Fall. Wenn ich sogar drei gleich, oder je nachdem, wie ich Lust und Laune habe. Wie schnell es geht, ist auch immer so eine Frage. Aber ich kann mal noch mal schauen, warte mal, ich glaube ein Schlackelager. Eisenerz schmelzen, warte mal, es waren 300 noch was. 312. Ich hoffe, ich komme heute nochmal über 80 beim Essen, ey. 624 Eisenerz kann ich verarbeiten für innerhalb eines Schlackelagers. Ja, das Übrigens, ich brauche jetzt mehr. nur noch 5 Lumber für einmal Holzkohle. Oh, schön. Muss Ja, ich doch nicht aber ganz so viel der produzieren. Punkt ist aber, ab jetzt haben wir schon mal ein Verhältnis von gleich 0. Denn 5 Lamba haben insgesamt 20.000 Joule und ein Holzkohle hat auch 20.000 Joule Brennwert. Jetzt ist schon mal so, dass es gleich 0 ist, denn der, abgesehen davon, dass die Holzkohle deutlich besser zu lagern geht. Aber denk dran, du brauchst auch Holzkohle, um Holzkohle herzustellen. Das stimmt allerdings, also es ist noch nicht ganz gleich 0. Eben. Aber die Lagerung ist natürlich viel effizienter, ne? Ein Bauholz wiegt 10 Kilo, ein Holzkohle wiegt 1 Kilo. Und
Holzkohle kann ich im 100er Stack in der Truhe lagern. Lumber kann ich nur im 20er Stack im Stockpile lagern. Allerdings kann man Lumber als Baumaterial verwenden und Holzkohle nicht. Das glaube ich mal auch. Warte mal, aber ich glaube, das ist gar nicht mehr ganz so, ne? Eigentlich, genau, eigentlich sind es gar nicht 5, sondern nur 4,5. Also wenn ich 10 produziere, brauche ich nicht 50, sondern nur 4, also nur 45 Lumber. Also ist die Effizienz sogar noch ein bisschen besser sogar. Ja, wahrscheinlich ist sie damit dann 0. So in etwa, war. Plus minus 0 in etwa. So, Glas abladen. Aber die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Oh Gott. Ja. Ich mache so ungerne Folgen von Dings, weil das immer so schnell zu Ende ist. Weiß man gar nicht, wo die Zeit bleibt. Ja. So. Soll ich doch mal rüberkommen, was abholen drüben? Nö, nö, gerade noch nicht. Na, ich hole noch mal ein Steinlager ab, also einen normalen Stein, also verarbeiteten Stein. Ist ja schon, was ich noch mal rausgekloppt habe, fast. Weil der Vorteil ist, den kann ich hier auch gebrauchen, einfach, den brauche ich nur bis hier. Eigentlich macht es fast Sinn, den nur abzuholen und was schön zu verarbeiten da drüben. Weil dann kann ich hier tatsächlich Beton herstellen, Heiko oder ich beim Leveln helfen, als er bei Zement auflevelt. Wir kriegen Beton, den wir sowieso brauchen. Den normalen Beton erstmal nur. Aber den brauchen wir ja auch. Und ja. Ich hätte gleich ein paar Straßenblöcke noch mitnehmen können für das letzte kleine Stück, was hier noch fehlt an Straße. Ich mal abzählen, wie viele Blöcke das sind, damit ich nächste Mal genau entsprechend mitnehmen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Dann ist die Straße von der Wüste bis zum Industriegebiet komplett fertig. Also abgesehen von dem kleinen Stück im Tunnel noch bei der Industriegebiet. Da ist der Tunnel noch nicht ganz durchgezogen mit Straße und der Tunnel hier ist ja auch nicht mit Steinstraße ausgelegt. Ja, und ernten müsste ich dann auch mal wieder. Kommt ja gar nicht dazu, wenn wir am Eisen ersten, wenn wir am Stein transportieren. Ja. Nur, dass ich ein bisschen arbeite. Hey, Lager 6 war gar nicht komplett voll. Lager 4 meine ich gerade, hier mit Stein. Da haben 14 gefehlt. So, dann schieb mal von der 2 was rüber. So. So, die 3 ist jetzt leer. Dann schieb mal die 1 komplett in die 3. So, die 4 ist komplett voll. Die 3 ist komplett voll. Bei der 2 passen noch 14 rein. Liegt schon der Eisenerz überall rum. Auf der Werkbank sogar. Ja, das habe ich gerade abgebaut dann. So, der ist durch. Und nochmal was weg. Ach. Ja, das ist direkt gerade von meiner Nase aufgeploppt. Ne, ey, du musst mal gleich hier nochmal kurz runterkommen, ey. Das ist so ein Durcheinander schon. So, warte mal. Da fehlen 14. Quatsch, 24. Das sind also 524. Kann ich schon wieder einen Auftrag geben. Er hat Zugriff, was auf nur 27 oder Zugriff? Ja, aber ändern. Aber erstmal braucht er 524 Auftrag. So. Das ist ja kein Problem. Schieb doch mal in das Lager hier ein bisschen Sandstein rüber. So. So. Kannst du wieder zurückschieben. So. So. So, ich sammle mal kurz ein, was hier rumliegt, ja? Ja. Ja, wieder mit der Pickaxt drauf einschlagen auf die großen Brocken. Ja. Und wieder welche durch den Boden weggeglitscht. Immer geil, wenn die wieder durch den Boden wegglitschen. Wäre schön, wenn die auch wiederkommen würden. So.
Geh mal runter zum Nil, jetzt gucken, was da unten los ist. Ich weiß, die Folge ist schon lange zu Ende. Egal, ich überziehe es einfach mal kurz noch. Oh, hier liegt auch schon wieder Eisenerz hier unten. Das habe ich schon hochgeschüppt. So, du bist ja ganz unten, stimmt. Also wirklich ganz unten, ne? Hast du wieder Keller, hast du wieder... Oh Gott, wie weit geht's denn hier runter? Keller, habe ich einen Keller gegraben, der ein Keller geworden ist. Wie weit geht's? Ich weiß gar nicht, wo ich hier lang muss. Warte. Verläuft man sich ja. Ich komme dich abholen. Ne, ich glaube, ich finde dich schon. Ich folge einfach der Route hier, aber hier liegt ein Eisenerzbrocken im Weg gerade. So. Bist du ganz unten? Ich bin hier irgendwo. Ah, du bist schon bei mir reingelaufen. Ich weiß nicht, wo ich rein. Ah, hier bin ich hinter dir. Ja, also das, da immer wieder Eisenerz, ne? Ja. Jetzt bin ich hier nochmal dran. Ne? Okay. Da oben liegt das Eisenerz. Ah, okay. Oh Mann. Findest du überhaupt wieder raus? Ja. Finde ich wieder raus? Ja. Wenn man was abbaut, dann findet man es meistens eher wieder, als wenn es andere machen. Ja, das stimmt. So. Man weiß genau, wie man gebaut hat. Wie schiebst denn du die Stacks raus? Kommst du von oben ran? Nö. Ich schieb die von hier unten dann einfach in den Keller und von Keller dann nach oben raus. Also das... weil von oben dann... Ach stimmt, geht. Da ist ja sogar Verbindung zu einem Lager oben. Ja. Und zur Not habe ich immer noch einen Karren bei. Ich dachte, dass die beiden Lager nicht aneinander rankommen, deswegen. Doch, die kommen gerade so ran. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, da ist Erzlager 2. Ich komme sogar bis Erzlager 2, ist ja Wahnsinn. Ja, die Lager sind ja alle so dicht beieinander hier, wa? Also du hast ja schon wieder fast 2 Lager voll. Ja. Komm gar nicht hinterher hier. Ein Netzwerk, wo du eigentlich das ganze Zeug immer noch rüberbringst. Aber ich möchte dir sagen, du hast draußen 3 leere Lager. Ja, das reicht dann erst. Also 3 in unmittelbarer Nähe und 1 ist noch ganz weit vorne, direkt, wenn du reinkommst vom Tunnel her, ist auch nochmal ein leeres Lager. Gut, aber jetzt reicht es. Jetzt ist die Folge wirklich zu Ende hier. Und wir verabschieden uns für heute und sagen tschüss und ganz schnell bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Da kommt wieder ein Livestream. Tschüss. Tschüss.